Ihr lieben Freunde, heute ist mein Lieblingstag. Bist du sicher, dass du die richtigen Felgen auf deinem Auto hast? Immer wieder stellen wir bei der TÜV-Prüfung fest, dass falsche Räder montiert sind, wie Felgen auch im richtigen Deutsch heißen. Gerade in den Monaten Räderwechsel, Sommer auf Winter, Winter auf Sommer, sind Kunden überrascht, dass wir sagen, sie haben die falschen Felgen auf dem Auto montiert. Wie du dagegen vorgehen kannst oder wie du das selbst überprüfen kannst, wollen wir dir heute zeigen. Bei der TÜV-Prüfung prüfen wir nicht nur die Verkehrssicherheit, wir prüfen auch die Vorschriftsmäßigkeit. Und wenn falsche Räder am Wagen montiert sind, ist dein Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig. Das kann Probleme geben, gerade bei einem Unfall. Wenn eine Kausalität hergestellt wird zwischen den Rädern und dem Unfall, dann kann die Versicherung Probleme machen beim Bezahlen des Schadens. Wie gehst du jetzt vor, um zu gucken, habe ich die richtigen Felgen? Ganz wichtig, bevor du andere Felgen kaufst, als vom Hersteller ausgeliefert, kaufe nur Felgen mit einem gültigen Prüfzeugnis. Die gängigsten Prüfzeugnisse bei uns sind zurzeit eine ABE, allgemeine Betriebserlaubnis, oder ein Teilegutachten. Gerade bei den Felgen mit einer ABE, allgemeinen Betriebserlaubnis, kannst du sehr gut erkennen, dass an der Außenfront von der Felge irgendwo eine KBA-Nummer steht, KBA für Kraftfahrtbundesamt, und dort steht eine fünfstellige Nummer. Diese Nummer kannst du vergleichen dann mit einer ABE. Wenn du jetzt eine Felge gekauft hast, hast ein Prüfzeugnis ABE, kannst du überprüfen, überstimmt die Nummer von der ABE überein mit der Nummer, die auf der Felge steht. Dann wichtig, bitte schau in der ABE nach, ist auch dein Fahrzeug in der ABE beinhaltet. Das heißt, darfst du die Felge bei deinem Wagen fahren. Dafür nimmst du dann deinen ehemaligen Fahrzeugschein, heutige Teil 1 der Zulassungsbescheinigung, und guckst unter dem Feld K nach. Dort steht deine EG-Typgenehmigungsnummer und diese muss auch in der ABE aufgeführt sein. Wenn du das alles überprüft hast und es passt, dann kannst du dir sicher sein, dass du die richtige Felge, das richtige Rad für deinen Wagen hast. Hast du ein Teilegutachten als Prüfzeugnis? Dort stehen die Nummern meistens nicht außen auf der Felge. Dort musst du leider von innen schauen. Also bevor du die Felge kaufst oder dir irgendein Händler oder ein Verkäufer eine Felge anbietet, lass dir das Prüfzeugnis zeigen, überprüfe, ob auch hier alles stimmt. Das heißt, ist das Prüfzeugnis passend zur Felge und ist auch dein Wagen aufgeführt hier in dem Teilegutachten. Wenn dies auch übereinstimmt, dann kannst du dir die Felgen ganz entspannt aufs Auto draufbauen lassen. Und beim Teilegutachten musst du die immer eintragen lassen, eine Anbauabnahme gemäß § 19.3 StVZU. Bei der ABE ist das meistens nicht der Fall. Dort sind die meisten Fahrzeuge freigegeben, wenn du die Reifengröße verwendest, die bereits von dem Hersteller freigegeben sind für das Fahrzeug. Ich denke, du hast heute ein paar Informationen bekommen, was du beachten solltest, wenn du dir andere Felgen kaufen möchtest oder wenn einer dir sagt, ich habe andere Felgen für sie. Auch ganz wichtig, wenn du dir neue Felgen kaufen möchtest und bist dir unsicher, kannst du gerne zu uns kommen und dich von uns beraten lassen. Denn wir können bei uns im System nachgucken, was gibt es für Felgen für dein Fahrzeug und welche Prüfzeugnisse sind vorhanden, damit du keine Probleme bekommst. Wenn du dazu Fragen hast, weil das Thema ist sehr komplex, aber ist ganz, ganz wichtig, stell sie bitte sehr gerne an uns. Wir antworten dir gerne. Das war's für heute. Mach's gut. Bis demnächst. Sogar meine Frau muss zum TÜV. Ich lasse nirgendwo anders mehr TÜV machen außer hier.